Hi, we're 17 and we're just about to enter Radio Garden. Sie sind bei mir im Studio, ich freue mich ganz besonders. Es sind natürlich Tony, John, Terry, Blair ist in E17. Hi, guys! Yay! How does it feel like 20 years later? Feels great. Feels good. Feels like we're just starting again. Was ist der Unterschied jetzt zu den Boygroup-Zeiten jetzt? We appreciate it more now. You kind of, also man weiß die Sachen jetzt zu schätzen, man weiß, es kann kommen und kann wieder gehen. And Germany, of course, has always been a big thing for you. Yeah, oh, man. Yeah. Crazy. Thanks to all the fans, man. Yeah, thanks to all you know, fans. We're back thanks in the charts show. Again. We're well happy, mate. Like, wie ist das so, so intim an Konzert? Ah, it's great. It's really great. You know, you get to actually see everyone in person, say hello to them and sign autographs and have pictures with them. It's personal. It's very personal. Personal. Yeah. It's nice to be that close to everyone. Do you guys know Take That? Or do you have a lot to do with them? Also, kennt ihr die Jungs von Take That? Yeah, we bumped into them. Yeah, we've done a couple of shows in the 90s with them. Nice guys, really nice guys. You know, they're working hard, they've done really well. You know, good luck to them, man. Hi, we're E17 and hello. We are Radio Gong fans. Ooh. Yes, we are. Pain is no surprise. Cheers, man. Cheers, thank you. Cheers, thank you. Cheers, thank you. We're going down to our gig now. It's looking good, it's looking good. Hier E17 auf dieser Bühne und 100 Gonghörer hatten die Möglichkeit, sie live zu erleben. Ein exklusives Konzert. Sie haben ihre neue Single präsentiert und natürlich alle Klassiker der 90er auch. Und wir hören uns jetzt mal um, wie es den Würzburger Fans so gefallen hat. Es war ein außergewöhnlich exzellenter Auftritt. Sehr gut, war sehr, sehr schön. Hat uns gut gefallen. Einmalig. Genial. Mit 12. Ja? Genau. 12, 13 die Zeit. Super. Für mich 15 Jahre jünger mindestens. It's lovely. It was fantastic. The crowd were great. They were singing the songs with us. Thanks to all the fans and to Radio Gong. It was fantastic. Really nice to sort of, we're very lucky. We can put the pressure on them. So es gefällt ihm hier so dieses Persönliche mit den Fans, sie wirklich zu treffen. Jetzt haben die Fans dann den Druck, mitsingen zu müssen natürlich. Also er hat gesagt, die haben dann nicht mehr so viel Druck. Aber vielleicht kommen sie ja im Frühling nochmal mit einer Band und machen dann richtig groß nochmal was. Aber ansonsten gefällt ihm das schon sehr, sehr gut hier so klein. Und die Fans waren einfach fantastisch. Hatten alle Texte gekonnt und wunderbar. Dankeschön. E17, der absolute Hammer hier bei Radio Gong auf jeden Fall. Richtig geil. Dankeschön nochmal. Und ich wünsche mir sowas natürlich viel, viel mehr. Und ich hoffe, dass ich wieder gewinnen kann, irgendwie sowas. Und super, super geil. Mehr ist dazu nicht zu sagen.